don't give up. Moin Moin, Steinschneider Viewing the Slaughterhouse. Ich grüße euch recht herzlich. Ich bin heute im Namen der Hoffnung unterwegs für unsere Aktion Hoffnung verändert alles. Und ich bin hier auf der Scheelsig vom Rinn in Köln. Und ich treffe mich gleich mit Sven von dem Verein Little Home. Die bauen kleine Häuser für Obdachlose, weil es das Wichtigste ist, ein Dach über dem Kopf zu haben. Wir von Little Home bauen kleine rollbare Häuser für wohnungslose Menschen. Und wir haben uns auf die Fahne gestellt, Menschen Hoffnung zu geben und die Perspektive, das Leben neu zu sortieren. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu helfen, ihr Leben wieder in geordneten Bahnen zu bringen. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Und so ein kleines Zuhause ist dann ein guter Anfang. Wir sind ja auch im Namen der Hoffnung unterwegs, sag ich mal. Und wir wollen natürlich auch den Leuten Möglichkeiten zeigen, wo man selber was machen kann. Kann man bei euch im Verein mitmachen? Und wo meldet man sich? Und was muss man tun? Handwerkliches Geschick wird nicht vorausgesetzt und jeder kann uns beim Bauen helfen. Und wir freuen uns auch immer über neue Gesichter, die regelmäßig mit uns bauen wollen. Und das erfüllt jeden mit Stolz. Und wir haben das Motto, komm als Fremder und geh als Freund und helf dabei Menschen. Die Macht der Empathie, die Macht des Wir, glaube ich auch, dass das die größte Hoffnung auch für uns ist. Deswegen reisen wir hier gerade durch die Republik. Mit so einem Little Home habe ich einen festen Platz, muss nicht ständig auf- und abbauen, muss mir nichts Neues suchen und kann dann die Frage stellen, was ist für mich jetzt wichtig? Wir sitzen zusammen mit den Menschen und schreiben Bewerbungen und helfen dann aus dem Little Home heraus für die Bewohner Jobs zu finden oder wir suchen gemeinsam mit den Menschen Wohnungen und vermitteln die auch weiter. Gesetzt den Fall, ich wäre eine gute Fee. Was würdest du dir von mir wünschen, wenn ich dir einen Wunsch freigebe? Tolle Menschen, die uns unterstützen und Manpower mit Leuten, die mit anpacken. Natürlich brauchen wir auch Geld, um das Ganze zu finanzieren. Und ich erhoffe mir eigentlich einen neuen Blickwinkel auf Obdachlosigkeit und dass die Menschen anfangen nachzudenken und anpacken und mithelfen, hier in unserem eigenen Land Probleme anzugehen. So